550 Besucher haben sich bei der vom Trierischen Volksfreund in Moorbach präsentierten Christmas Moments Premiere verzaubern lassen. Die Bühne war in geheimnisvolles Blau-Schwarz gehüllt. Passend zur festlichen Musik, mit der die stimmkräftigen Solisten und immer wieder neu formierten Gruppen das Publikum in ihren Bann zogen. Doch kaum war der Zuhörer eingetaucht in diese gefühlvolle Atmosphäre der Moorbacher Christmas Moments Premiere, da zeigten sich auch schon fröhlichere Weihnachtsboten auf der Bühne. Ein verzückt lächelnder Geist der Weihnacht, gespielt von Alexander Grünberg, gab sich philosophischen Betrachtungen hin. Mit Nachdenklichem zur Advents- und Weihnachtszeit leitete er über zu David Moore, dessen Hold My Hand das Publikum begeisterte. Und schon ging es weiter mit dem bunten Mix aus Festlichem, Fröhlichem und Feingeistigem. Mal kamen die Sänger des Teams von Thomas Schwab und Band als Gospelchor auf die Bühne. Mal wirbelten sie in Weihnachtszipfelmützen herum. Passend dazu überraschen sie mit immer wieder neuen Arrangements bekannter amerikanischer Weihnachtsmelodien, die mal getragen, mal rockig präsentiert wurden. Das Publikum fing sofort Feuer und wurde streckenweise auch mit in die Show einbezogen, ob beim Mitsingen oder in einer Yoga-Übung. Andächtiges Zuhören wechselte mit tosendem Applaus. Am Schluss Standing Ovations für die gelungene Premiere einer tollen Show in Moorbach, die ein ganz neues Weihnachtsgefühl vermittelte. Uns hat's ganz, ganz toll gefallen. Ganz, ganz toll. Und auch Thomas Schwab freute sich über das Heimspiel. Also die Show startet zum einen deswegen in Moorbach, weil die Shows in der Heimat immer noch die besten sind, weil wir hier in der Heimat unser Publikum auch im Frühjahr haben und wir freuen uns immer hier zu sein und wir proben eine ganze Woche hier in Moorbach, wir haben eine tolle Zusammenarbeit mit der Gemeinde Moorbach.